Wunderschönen guten Morgen. Wir haben schon wieder 9.43 Uhr und wir wollen wieder los. Wir wollen wieder on Tour gehen. Uns Wien anschauen. Genau. Und bevor wir das aber machen, wollen wir euch natürlich ganz kurz den Stellplatz zeigen, was er denn so hier hat. Insgesamt gibt es wohl in diesem Bereich Gesundheit. Sorry, vier meine Stellplätze. Allergie. Und zwar in Wien, Graz, Burek und Salzburg. Das sieht man hier, die sehen auch ganz schön aus. Also der in Graz sieht richtig schön aus mit Pool. Aber da sind wir nicht, wir sind in Wien. Er hat auf jeden Fall Ver- und Entsorgung, Toilettenentsorgung. Das alles im Preis hinterher. Müll wird hier getrennt und hat insgesamt 167 Stellplätze. Die sind einzeln parzelliert, kann man sagen. Und das zeigen wir euch nachher nochmal, wenn wir wiederkommen. Jetzt zeigen wir einmal kurz, wo man hier die Ver- und Entsorgung. Genau, weil das ist auch gut sehr sauber und schön gelöst. Denn es ist, Toiletten können gleich fünfmal entsorgt werden. Oh. Und Spülwasser, Grauwasser, also das Grauwasser kann gleich viermal entsorgt werden. Vier Plätze, das ist richtig gut, das zeigt euch jetzt wieder. Also, soviel zum Thema Stellplatz. Richtig schön. Wir würden euch gerne empfehlen. Im Herzen von Wien besser kann man nicht stehen. Also, wie gesagt, ich habe auch nichts Besseres gefunden. Deshalb finden wir den richtig gut. Selbst für Hundeauslauffahrer gibt es hier sogar einen äußerlichen Platz. Und wir, wie gesagt, werden jetzt nochmal Wien erkunden und nehmen euch dazu einfach mit. So, Monsieur. Ja, da hinten, da steht er. Sag mal, wenn dir das Ding da dir gehört, warum konnten wir uns jetzt erst ein Manipul leisten? Hm. Hast du alles in aber das Haus gesteckt? Aber das ist doch mein Name. Ja, aber du musst ja das nicht alles... Ist doch meine Kirche. Ist deine Kirche? Ja, nicht? Nee, weiß ich nicht. Ich dachte immer. Ist aber eine katholische, oder? Ja. Dann kann sich deine Kirche. Daher natürlich auch die Namensbekanntschaft oder die Namensähnlichkeit. Ja, wir sind angekommen hier auf dem Stephansplatz. Ja. Natürlich mit dem Stephansdom. Und Gebuse sind ja auch immerhin im ersten Bezirk und da ist natürlich immer sehr, sehr viel los. Und aber dafür, dass es, ich sag mal, ja immer noch Corona und so weiter ist, ist es wirklich relativ leer, also von daher top. Es ist ja auch erst 10:30, da war das in Schönbrunn auch sehr, sehr leer. Wo heute sehr angenehm ist, auch wenn es trotzdem warm wird, 31 Grad, aber wir haben heute Wind und das ist natürlich viel besser, wenn auszuhalten. Ja. Wir zeigen euch hier nochmal den Platz so ein bisschen und dann, also genießt es erstmal. Genau. Für uns geht es jetzt weiter hier. Genau, Dom haben wir ja noch gesehen. Malibu passt nicht rein, ist alles zugebaut. Lohnt sich also nicht. Ja, nee, da haben wir keine Tiefgarage sozusagen. Oder Tiefgarage ist ja nicht eine Garage, können wir den da nicht reinstellen. Wobei es schon kühl war, das muss man ja sagen. Ja, ja, ja. So, wir wollen jetzt Richtung Kühles, wirklich Richtung Wasser. Wir nämlich Richtung Donauinsel. Richtig. Also. Und da sind wir mal gespannt, was wir da erleben. Kommt einfach mit. Angekommen sind wir zwischen Donau und Donau. Genau, nämlich auf der Insel. Das würde man sagen, Insel. Okay. Ja, genau, mittendrin gibt es hier in Wien eine sogenannte Donauinsel. Und linke Seite dort, die Hochhäuser. Genau, also Neu-Wien. Das neue Wien. Und rechte Seite, in die Richtung, ist das alte Wien, von dem man im Moment ja nicht viel sehen kann. Aber das zeigen wir euch auch noch. Genau. Wir haben heute für uns aber gedacht, wir müssen ein bisschen, auch Natur, Wasser genießen, weil das haben wir irgendwie. Ja, und das kann man ja auch hier in Wien ganz gut. Also es gibt hier viele Parks und ganz viele
ja, Erholungsgebiete, unter anderem natürlich auch hier die Donauinsel. Und wir haben schon gesehen, da sind ein paar schon durchgeschwommen. Also von daher, das funktioniert das tun hier wir auch. Nicht. Nein. Bin ja nicht irre. Aber wir wollen mal runter an die Donau und wollen mal gucken, wie erfrischend das Wasser ist. Oder erwärmend? Naja, wie auch immer. Wir schauen jetzt mal. Wir lassen uns gleich mal überraschen. Genau. Wir haben uns eine Abkühlung gegönnt. Ja. Sind mal mit den Füßen etwas in die Donau rein. Schön auf jeden Fall. Schwäne haben wir hier. Genau. Zeigen wir euch mal. Ja, der Donauturm in die Richtung, habt ihr ja gerade gesehen, ist sozusagen auch hier in der Nähe. Diese höheren Häuser. Ansonsten spendet uns gerade die Brücke etwas Schatten, also es ist doch angenehm. Ja, das ist gerade ganz gut. Und deshalb werden wir das ein bisschen noch genießen. Mittag hat geläutet. Es läutet immer noch. Genau. Ich weiß nicht, ob man die Uhr sehen kann. Es ist natürlich 12 Uhr. Genau. Im Hintergrund das Rathaus. Und gegenüber, geradeaus zu, ist das Burgtheater. Das zeigen wir euch gleich mal. Hofburgtheater. Entschuldigung. So viel Zeit muss er sein. Ja, natürlich. Ich weiß es aber nur, weil ich es gerade abgelesen habe. Ja, hier findet heute ein Filmfestival 2021 statt. Deshalb sieht man nicht so viel vom Rathaus. Das ist alles so irreal, ehrlich gesagt. Also man kann sich das noch alles gar nicht so richtig vorstellellen. Aber ja, wenn man sich überlegt, ja, es geht bald langsam mal wieder los. Bei uns wurden sämtliche Festivals abgesagt und so weiter, ja, und so fort. Und ganz minimal. Und hier findet dann sowas statt. Das aber ich sag mal so, die Österreicher trauen sich ein bisschen mehr und wer weiß, wofür das auch gut ist. Ja, die gut. Können da schon mal vorprüfen, ob das eigentlich geht und dann könnte man das vielleicht in der einen oder anderen Sache machen. Man muss aber auch sagen, man muss ja hier viel geimpft sein und so weiter, also von daher. Ja, aber einmal geimpft reicht aus, getestet, genau. Also 3Gs funktioniert ja hier. Ja, und ich muss sagen, jetzt werden wir einen Schwenk natürlich machen, damit ihr mehr von diesem Platz seht und ja, wir zeigen euch noch so ein paar Impressionen hier. Genau, genießt es. Denn nur das hier macht. Angekommen sind wir hier im österreichischen Volksgarten. Genau. Sieht schon schön aus, aber wir müssen ein bisschen zur Seite, weil hier kommen Radler. Ah ja, okay. Sonst wären wir überfahren und das wäre suboptimal. Richtig. Auf jeden Fall sind hier irgendwelche Rosensträucher, die sind da. Also das ist das, was Stefan euch gleich zeigen wird. Genau. Diese schönen Rosensträucher. Das lohnt sich auf jeden Fall für Rosenliebhaber und so weiter, ist der Garten super geeignet und für alle anderen natürlich auch. Also gibt viele verschiedene Gewächse und ich glaube, es sind so Patenschaften hier an den Rosenstöcken hängen so Schilder und ich glaube, das sind so was wie Patenschaften. Ja, für Gabriel, für Stefan habe ich auch schon gelesen, na, aber mit F. Achso. Also nicht für dich. Naja. Und ich werde ja keine Patenschaft machen, weil du bist eh nicht so der Pflanzentyp. Aber genießt es jetzt. Thank you.
Wir sind auf dem Weg zur Hofburg. Genau. Am, was ich euch eben gerade eingeblendet hat, also Kaiser Franz Josef sozusagen. Und dann haben wir hier die neue Burg gehabt. Ja. Und jetzt gucken wir uns die Hofburg an, würde ich sagen, oder? Das ist der Plan, wenn wir schon mal hier in der Gegend ist. Ist auch schön, jetzt ist wirklich alles vom Rathaus einmal rundherum. Das heißt, man hat gar nicht so viel zu laufen. Gut erreichbar hier. Galoppi, galoppi geht das hier lang. Sind ja auch in der Nähe der spanischen Hofreitschule und der Fifi-Museum. Sparen wir uns natürlich. Ja, da wolltest du ja eh nicht rein, aber ich denke mal so, was man sehen konnte, also ihr habt so einige Eindrücke hier von dem ganzen Areal, glaube ich, kriegen können. Das ist hier schon ganz schön beeindruckend und ganz schön, ich will es mal sagen, pompös. Und noch lange nicht alles. Also wenn man sich überlegt, was hier alles so gibt, holla die Waldfee, wir könnten ja so viel zeigen. Ich glaube, wenn wir Wien, könnten wir auch eine 90-minütige Reportage drüber machen. Oh ja. Machen wir aber natürlich viel, nicht. Viel. Ja, jetzt sind wir überlegen, was wir jetzt machen. So ganz wissen wir es noch nicht. Ja, ich soll euch mal sagen, lasst euch einfach mal überraschen, denn wir tun es auch. Und zwar. Genau. Schaut euch noch kurz einmal die Hofburg an. So, wir hatten gerade eine kleine Mahlzeit. Naja. Eher eine Brechzeit, also das war ja nicht lecker. Nee, das war komische Wurst und so weiter, aber gut, egal. Also aber die Pommes, muss ich sagen, sind in Österreich Bombe, weil... Die noch knusprig gemacht, genau, ja. Auch wenn sie dicker sind, kein Problem, die werden schön durchgebraten, so wie sich das auch gehört und nicht irgendwie halb roh da schon rausgenommen. Naja, ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Zum Meeresmuseum. Damit wir wenigstens ein Museum machen, damit wir ein bisschen Kultur haben, obwohl eigentlich die ganze Stadt Wien ist eine Kultur. Aber wir haben gesagt, wir machen dieses und ob wir euch da was zeigen können, das wissen wir natürlich nicht. Bleibt einfach mal gespannt. Ja, ob wir das Video überhaupt fertigstellen können oder ob sie uns den Hain zum Fraß vorsetzen, das wissen wir auch noch nicht. Ich sollte da reinspringen, habe ich gesagt, so war das. Aber nee, ich springe nicht zu den Haien, das ist mir da zu nass. Genau. We'll be right back.
Ja, das war mal ein richtig geniales Teil. Also ich bin froh, dass wir das gemacht haben, auch wenn der Eintritt nicht so ganz günstig war, finde ich. Ja, ich weiß gar nicht, woher. Was lag der jetzt? Irgendwas mit 20, 22, 23 Euro? Wir müssen auf die Rechnung gucken. Das heißt, Stefan blendet euch das ein. Ja, das mache ich gerne. Und auf jeden Fall, es lohnt sich richtig genial. Bis zu 10 Stockwerke eigentlich sind es. Ganz oben ist eine Terrasse, wo man auch einen tollen Blick über Wien hat. Also ich dachte ja, oh nee, aber... Also ihr habt es ja jetzt sozusagen gesehen mit den ganzen Einblendungen, aber ich sag mal so, das live zu sehen ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn der Preis ein bisschen höher ist, aber es gibt verschiedene Karten, wo man dann Rabatte kriegt, das kann man schon mal sagen. Genau. Also wenn ihr herkommt, kommt zum Haus des Meeres, richtig toll. Wir werden jetzt in Richtung Hauptbahnhof nochmal fahren, wollen uns den mal anschauen. Genau. Weil wir wissen sonst nicht, was wir tun sollen und dementsprechend haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt. Und jetzt lassen wir uns einfach mal überraschen, was sonst der Tag noch bringt. Irgendwann werden wir nochmal schön essen gehen heute. Wir lassen uns heute treiben noch, das würde ich sagen. Guter Plan eigentlich. Zurück in unserem Malibu. Wir mussten uns erstmal ein bisschen ausruhen. Es ist total warm und ja, durch viele Laufen, man kann auch irgendwann nicht mehr. Ne? Oh ja, unsere Füße, glaube ich, die qualmen schon richtig. Aber wir haben es richtig gemacht. Wir sind ja vom Hauptbahnhof nach Floridsdorf gefahren, weil wir wussten, da fährt die U6, die direkt hier an die Dingsstraße fährt. Keine Ahnung, wie die gerade heißt. Ja, in Floridsdorf eine vorher, jetzt weiß ich nicht, welche das ist, ist auf jeden Fall auch wie so eine Donauinsel, sage ich mal. Ich glaube, Das heißt Neue Donau. Genau, ja. So hieß die Haltestelle, Neue Donau. Da kann man auch baden gehen und so weiter. Das ist, glaube ich, auch ein Freibad, also beaufsichtigt. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall haben die da gut geplanscht. Wir planschen nicht. Stefan wird jetzt noch ein bisschen rumschneiden. Dann werden wir uns nochmal umziehen, denn wir gehen heute nochmal essen. Wir haben hier ein Restaurant hier gleich ums Eck gefunden. 900 Meter ist das hier entfernt. Genau. Da werden wir auf jeden Fall entsprechend uns was schnappen. Man muss ja nicht immer so weit weg, ne? Nö, und wir haben unsere Karte ja entsprechend heute gut wieder ausgenutzt. Und ja, da werden wir euch aber nicht mitnehmen, wenn wir essen gehen, weil... wir gehen halt essen und wollen mal sehen, was wir dann morgen machen. Das wissen wir nicht. Entweder bleiben wir noch einen Tag länger. Wir schauen. Und schauen uns das an oder halt nicht. So machen wir das. Wir werden es einfach sehen. Und jetzt schneidest du mal das Video, was die Leute da am Bildschirm schon gesehen haben. Hi, hi. Gott, war das Essen lecker, sage ich euch. Also so gut haben wir noch nie ein Wiener Schnitzel gegessen, wie in dem Gasthaus, wo wir waren. Das ist das Gasthaus M. Geier, zum Mittelpunkt der Welt, so heißt es. Ich schiebe euch mal ein bisschen weiter weg, ihr seid mir zu dicht dran. Das ist richtig gut gewesen. Wir haben gerade mal für 0,5 Cola zwei Schnitzel Wiener Art. Stimmt gar nicht, richtig. Wiener Schnitzel, Entschuldigung. Ja, das Off steht da hinten, weil er kam frisch aus der Dusche. Deshalb werdet ihr ihn jetzt nicht sehen, weil er hat gerade alles fertig gemacht. Das hat er mich durcheinander gemacht. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, richtig, richtig lecker. Und das Schöne ist, wir sind ja hier im 23. Bezirk. Ich kann so sicher sein, touristenmäßig ist hier wirklich nichts los. Und wir haben auch mal rumgeguckt. Die Leute, die da sind, kommen alle aus der Ecke. Das heißt, es ist da gehen die Wiener selber hin. Da gehen nicht großartig Touristen hin. Und was richtig toll ist, 900 Meter, 1100 Meter ungefähr von hier entfernt. Einfach nur die Querstraße runter, immer geradeaus. Dann kommst du an der U-Bahn-Station, da biegst du links ab und schon bist du bei diesem wunderbaren Platz. Wenn du nicht willst, kannst du auch mit der U-Bahn fahren. Wie gesagt, es ist nur eine Station weiter. Und dann habt ihr richtig gutes Essen. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall zurück zu laufen, weil das sind Riesenportionen. Wir blenden euch jetzt mal ein Bild ein, dass ihr das seht. Und dann seht ihr auch, boah, richtig cooles Essen. Wir haben uns gefreut. Und den Tipp wollen wir euch auf jeden Fall geben, wenn ihr hier in diesem Reisemobilhafen seid. Dann könnt ihr auch dort essen gehen. Ihr müsst nicht in der Innenstadt gehen. Ihr müsst auch nicht im ersten Bezirk eine wunderbare Bratwurst essen, sondern nein, esst richtig gutes österreichisches Essen. Dann seid ihr zum Mittelpunkt der Welt genau richtig. Jetzt sagen wir gute Nacht und morgen dann nochmal das Fazit zu Wien. Ich würde spoilern, das wird positiv enden. Ein neuer Morgen und wie ihr seht,
wir haben Helm auf und wir sind an einem kleinen, bedeutsamen Flüsschen, für was Wien auch bekannt ist. Namens Donau. Genau. Wir dachten, wir wollen einen schönen Ort finden, um ein Fazit abzuschließen zu Wien, zu einem Städtetrip, den man auch wunderbar mit dem Van unternehmen kann. Ja, definitiv. Also es war definitiv lohnenswert und es war auch sehr, sehr viel, ja, wie soll ich sagen, prunkvolle Paläste, Gebäude. Also an jeder Ecke gibt es irgendwas zu sehen, gerade natürlich in Verbindung natürlich mit den kaiserlichen Familien sozusagen, Habsburger und Co. Also da ist auf jeden Fall, gerade für Leute, die Museen auch mögen, ist auf jeden Fall was dabei. Und die Sissi. Und die Sissi natürlich, genau. Ja, das ist ja klar. Also, ja, für uns war es ein super schöner Ausflug. War wir, gerade auch sehr, sehr, sehr spontan. Genau, aber wir sind auch ziemlich froh, dass es gutes Wetter war, weil ich glaube, im Regen wäre es nicht so schön gewesen, auch wenn es sehr warm war. Aber gegen die Wärme, sage ich mal, hilft auf jeden Fall einschmieren. Das heißt, mit Sonnenmilch, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, das ist aber nicht die Wärme, das ist eher die Sonne. Weil genau. Wärme kann es auch anders gehen. Ja, okay, stimmt. Stimmt, ja. Stimmt. Auf jeden Fall können wir sagen, wir waren ja jetzt insgesamt 3 Nächte auf dem Stellplatz, den wir euch ja ganz kurz vorgestellt haben. Also wunderbar, weil du wirklich sehr schnell in der City bist durch die U6. Du kommst, hast sehr gute Restaurants in der Nähe, genau gegenüber, sogar ein Walk-in, also wer erst asiatisch mag, genau gegenüber. Ja. Ein Sparmarkt ist in der Nähe, ein Bäcker ist in der Nähe und du kannst wirklich alles machen. Wir haben ein bisschen too much bezahlt, wir haben 29 Euro bezahlt, wir haben die Wiener Card für 3 Tage, weil wir dachten, wir werden auch 3 Tage insgesamt bleiben. Haben wir, also 3 Nächte haben wir gemacht, aber nicht 3 Nutztage für die Card. Das müsst ihr euch genau überlegen. Vielleicht reicht es da aus, weil wir haben auch nicht die Prozente, die wir hätten haben können, eingeholt. Wir haben einmal im Dings, wie heißt das hier, im wunderbaren Zoo haben wir was gespart und wir haben im Riesenrad was gespart. Genau, das sind immer nur so ein paar Euro-Beträge. Das ist nicht so viel. Und diese Karte kostet, glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, 12 Euro mehr. Die normale Bahnkarte. Genau. Und da würde ich sagen, da haben wir nicht raus. Genau gucken, wenn ihr Museums-like drauf seid, dann lohnt sich das. Wenn nicht, für 17 Euro 3 Tage könnt ihr mit dem Zug hin und her fahren. Genau, aber das pro ist, Person, das ist wichtig. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, sagen wir es mal so. Ja, also wir haben uns gefreut, dass wir so spontan einfach nach Wien gefahren sind. Und das geht auch. Ohne Planung ist das gar kein Problem, muss man auch sagen. Genau, wir sind aber auch außerhalb der Saison. Das muss man einfach sagen, die Ferien fangen ja jetzt so langsam an. Ja. Ich glaube, jetzt zur nächsten Woche müsste das so sein. Wir haben es auf jeden Fall genossen. Mit dem Van kann man Wien wunderbar erkundschaften. Muss nicht im Hotel sein oder sonstige Sachen. Das geht auch so. Genau. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen an der Donau entlang fahren. Und ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen oder die Videoreihe. Ja, 1-2 Teile waren es, glaube ich. Genau, so ist es. Ja. Wir konnten euch Anregungen hoffentlich geben, was ihr auch machen könnt. Genau. Weil es gibt noch viel, 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 viel mehr. Ja, klar. Einfach alles immer. Und wichtig, geht lecker essen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben es jetzt gemacht. 2 Tage lang waren wir essen. Ach, es war das Schönste nach 8 Monaten, was man machen konnte. Ja, das sowieso. Aber es lohnt sich auch wirklich hier die österreichische Küche zu erkunden, denn die ist spitze. In diesem Sinne. Allzeit gute Fahrt, habt schöne Ferien, habt schönen Urlaub, habt schöne Zeit, bleibt natürlich weiterhin gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.